Er ist der, der mit dem Wolf singt. Der Mann, den selbst die Tauben verstehen. Und der keine Scheu hat, sich auch mal zum Affen zu machen. Dr. Uwe Westphal, Biologe, Naturführer und mittlerweile Showtalent. Als Braunbär in der Märchenshow brüllt er sogar Jörg Pilawa an die Wand. Denn seine einzigartige Begabung ist das Imitieren von Tierstimmen. Angefangen hat alles vor vielen Jahren mit der Blaumeise. Neben seinen naturkundlichen Exkursionen schreibt Dr. Uwe Westphal Bücher und nimmt CDs auf. Jetzt raten Sie mal, was da drauf zu hören ist. Aber am meisten Spaß hat der Biologe, wenn er andere mit seiner Begeisterung für die Tierwelt anstecken kann. Und jetzt steckt er uns an, Dr. Uwe Westphal. Ich grüße Sie. Schönen guten Morgen. Sie sind auf einem Bauernhof aufgewachsen mit vielen, vielen Tiergeräuschen. Wann haben Sie zum ersten Mal ein Tiergeräusch nachgemacht? Ach, ich glaube, das war schon als Kind und zwar mit Hühnern. Hühner und Kühe. Hühner. Also das, was auf der... Da freut sich Lea Linz da besonders. Hühner und Kühe. Wollen wir mal, können Sie uns mal das Huhn geben hier am Tisch? Ja, also wenn es jetzt erstmal, sag mal, ruhig vor sich hingackert. Guck, 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 guck. Guck. Ist Ihnen das vertraut, Lea? Ja, jetzt kommt das klingt Ei sehr gleich. Echt. Jetzt kommt das Ei gleich, echt? Wollen wir hören, ob es schon angebrütet ist? Unglaublich. Es steckt einer drin. Ja, man kann es hören. Unfassbar. Ich bin total fasziniert, weil ich stelle mir das so schwer vor. Ich meine, Sie können über 200 Tierstimmen nachmachen. Was ist so für Sie das Leichteste, die leichteste Übung? Ach, das kann man jetzt gar nicht mehr sagen. Also wenn man das kann, dann ist vieles leicht. Ja. Ja. Aber ich sag mal, sind Vogelstimmen jetzt zum Beispiel leichter als ein Schwein zum Beispiel? Nein, weil Vogelstimmen ist insofern schwieriger, als Vögel ein ganz anderes Lautorgan haben als Menschen. Aha. Die können nämlich zweistimmig singen, das Lauterzeugungsorgan, die sogenannte Syrinx, die ist paarig. Und ein Vogel kann also zweistimmig singen oder kann eine Melodie auf einen Grundton legen. Es entstehen also spezifische Obertöne, also die bestimmte Klangfärbung. Die Melodie ist das eine, mhm, aber die Klangfärbung ist was anderes. Und da musste ich erst mal die ganzen Techniken lernen. Ich habe es also nicht so gemacht, dass ich es imitieren wollte, sondern ich hatte Spaß, mit der Stimme zu arbeiten und habe dann über Jahre, Jahrzehnte mir alle Flötentöne und mit der Kehle alles beigebracht. Aber und wie daraus haben hat sich Sie das gelernt? Wie kann man das Experimentalphysik. Lernen? Wahnsinn. Ausprobieren. Können Sie uns mal so einen Frühlingsvogel hören lassen? Die Feldlerche müsste ich jetzt von oben singen, weil die singt ja im Fluge. Wow. Das klingt so echt, oder? Frühlingsmorgen, die Sonne ist gerade aufgegangen. Super. Wow, wie schön. Wow. es gibt, kennen Sie die sogenannten Unkenrufe? Das ist nicht nur eine Redewendung, ja, sondern es gibt sie wirklich. Das ist ja eine Krötenart, ja, ne? Die Unke. Wie klingt so ein Unkenruf? Also die heißt auch Feuerkröte, weil sie unten, also es gibt zwei Arten, die eine ist gelb-schwarz, die andere ist orange-schwarz gemustert, weil sie giftig ist und dann dreht sie sich um. Oder dann streckt ihre Unterseite entgegen einem Feind, damit er weiß, aha, ich bin giftig. Mhm. Ja, und eigentlich müsste man es hören, wenn ganz viele sind. Aha. Also es klingt wirklich so wie ein meditativer Klangteppich. Aber ich kann natürlich nicht ganz viele gleichzeitig. Auf der CD habe ich das, aber ich mache jetzt mal zwei Rotbachungen im Wechselgesang. Mhm. Okay. So klingt die Unke. Ich habe sie mir ganz anders vorgestellt. Sie die geküsst werden wollen, die Unke. Das klingt aber gar nicht so gefährlich, oder? Das klingt überhaupt nicht gefährlich. Locken den Feind. Könnt ihr denn irgendwelche Tierstimmen nachmachen?
Nein, das können wir nicht. Nein, ja, nicht das Huhn. Wir können ja mal zusammen gackern. Ja. Wir lassen gackern. Wir lassen lieber gackern. Also ich gebe ja auch Seminare und Vogelstimmen lernen, aber ich werde dieses Jahr im September erstmalig, und zwar wohl als weltweite Neuheit, dem ich jedenfalls an, ich nehme es an, dass es so ist, ein Seminar geben, wo man es lernen kann. Oh. Tierstimmen nachzumachen. Ja. Ja. Könnten wir auf die Schnelle jetzt was lernen? Ja, auf die Schnelle ist natürlich schlecht. Nee, das nicht, ne? Aber wissen Sie, was ich gerne frage? Ente können wir zum Beispiel zusammen machen. Das die Ente? Das ist nicht so schwierig. Jetzt kommen wir bestimmt zu Stefan Raab. Was sollten Sie wissen? Ich möchte, dass er, da wir ihn ja kennen und wir wissen, dass er ein sehr lieber Mann ist, ich möchte, dass Sie was ganz Gefährliches, eine gefährliche Tierstimme nachmachen. Ich kann einfach, wo wir Angst kriegen. Einfach, aber einfach eine Katze, die ihre Jungen verteidigt. Ah ja, okay. Das ist dann schon nicht schlecht. Ja, die brüllen ja auch wieder. Das können wir mal kurz zeigen. Aber nachher kommen sie eh noch mal wieder. Da können sie noch ein paar andere Beispiele zum Besten geben. Da kriegen wir doch wirklich Angst. Liebe Zuschauer, wenn Sie wollen, Sie können sich ein paar Tierstimmen wünschen von Dr. Uwe Westphal. Er kommt nachher nochmal zu uns. Dann klären wir auch, was Sie machen, wenn Sie nicht gerade Tierstimmen nachmachen. Also immer her damit. Nachher gibt es hier bei uns die Hitparade der beliebtesten Tierstimmen mit Dr. Uwe Westphal. Und Ihre Fragen an Lea Linster und Peter Gallmann auch gerne noch dazu. Dr. Uwe Westphal ist nochmal bei uns. Der berühmteste Tierstimmenimitator Deutschlands. Über 200 Tierstimmen können Sie imitieren. Es gab eine Wunschliste von unseren Zuschauern. Zum Beispiel Katja würde Sie gern wissen, wie klingt denn ein Braunbär aus Ihrer Kehle? Ach, das ist wieder was Gefährliches. Ja, da freut sich die Lea, die will was Gefährliches haben. Kann aber auch gemütlich brummeln. Da geht es ihm gut, wenn er so klingt, oder? Der ist satt. Der ist satt. Also wenn wir sowas hören, müssen wir uns keine Sorgen machen, meinen Sie? Also ich würde auf jeden Fall aus dem Weg gehen. Okay. Felix Moch hätte gern die Möwe und den Albatros. Ja, Möwe. Ja, die Silbermöwe. Können wir sie mal von fern machen? Also erstmal das leere Rauschen. Und dann dazu. Können Sie Elisabeth Schrank aus Konstanz und Annelie Ohrem aus Merseburg hätten so gern den Wal? Buckelwalgesänge, ja, kann ich auch. Echt? Das können Sie auch? Einfühlen. Ja, sie haben ja sehr unterschiedliche, vielfältige Gesänge. Das ist immer eingerufen hier. So unterschiedlich. Ja, kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Klingt so urig. Und wow, wunderschön. Das ist eines der größten Mysterien überhaupt im Tierreich. Was ist eines der größten Mysterien? Die Buckelwalgesänge. Ja, man weiß nicht genau, warum sie singen. Mhm. Und sie verändern auch jedes Jahr ihre Gesänge wieder. Ach so. Haben Sie denn schon mal die Erfahrung gemacht, dass Sie eine Tierstimme imitiert haben und das entsprechende Tier Ihnen geantwortet hat, in Anführungszeichen? Ja, früher habe ich das häufiger gemacht, aber jetzt gar nicht mehr, weil das kann die Tiere vollkommen irritieren. Und ich nutze es ja für meine Arbeit, also um Menschen an die Natur heranzuführen, um ihnen die Natur nahe zu bringen. Ich mache also viele Exkursionen, für Seminare, Workshops. Und ich merke immer wieder, es öffnet auch den Menschen die Herzen. Und ich habe ja fast 20 Jahre im Naturschutz gearbeitet und lebe das und versuche das eben auf diese Weise rüberzubringen. Das heißt, Sie bringen den Kindern auch mal wieder bei, wie es klingt, wenn ein Kuckuck auch singt? Auch Erwachsenen vor allen Dingen, ja. Und dazu habe ich auch meine
Bücher und CDs ja auch gemacht. Und das Bauernhofkonzert, was wir vorhin eingangs gehört haben, das war nicht also original, das war alles aus meiner Kehle. Ja, das, ich weiß. Sagen Sie uns noch zum Schluss, ich weiß, das ist anstrengend für Ihre Kehle, können Sie uns trotzdem noch das Schwein kurz geben? Das Schwein. Das Schwein, das landet ja so oft auch in Ihrer Küche, in der Bratpfanne. Wir essen kein Schwein, wir hören nur Schwein. Ja, mein Schweinetrauma. Ich bin als kleines Kind, hat meine Oma mich mit in den Schweinestall genommen zum Schweinefüttern. Und das ist ja dann auch schon eine sehr heftige Geschichte, dann auch wenn die so schreiend über einem hängen. Ne? Aha. Oh. Also, jetzt das Husten kriege ich gleich wieder. Also Schweine, die Hunger haben, die sind schon sehr laut. Ich kann jetzt nur eins machen. Schweinemäßig gut, Dr. Westphal. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie uns da so ein paar Beispiele gegeben haben. Viel Erfolg weiterhin auch bei Ihrer Arbeit, dass Sie den Kindern und Erwachsenen die Natur noch näher bringen. Dankeschön, Dr. Uwe Westphal.